Moin ihr Sonnenscheine, neue Woche, neuer Irrsinn. Schlägerei am Alexanderplatz, Mann lebensgefährlich verletzt. Nach einer Schlägerei am Alexanderplatz in Berlin ist ein junger Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 18-Jährigen und einer Gruppe. Als Passanten eingriffen, entfernte sich die Gruppe zunächst, kehrte aber kurz darauf mit Verstärkung sowie Holzlatten, Glasflaschen und Pfefferspray zurück. Ein hinzugeeilter weiterer 18-Jähriger wurde mit einer Holzlatte mehrfach auf den Kopf geschlagen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er wegen mehrerer Schädelfrakturen notoperiert werden musste. Auch die beiden anderen 18-Jährigen wurden durch Reizgas sowie Schläge und Tritte verletzt. Einer von ihnen wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Tatverdächtigen flüchteten.